Liebe Studierende der Statistik 2, es geht weiter mit der Varianzanalyse. Wir haben im letzten Video die ANOVA oder Varianzanalyse für einen Faktor, also die One-Way-ANOVA, kennengelernt. Wir haben dazu auch schon eigentlich das Wichtigste zu ANOVA selber besprochen. Wir haben geendet, glaube ich, mit der Effektstärke Eta Squared. Eine ganz wichtige Nachricht, würde ich sagen, zu ANOVA war aber, dass die Nullhypothese der Varianzanalyse eigentlich lautet, gibt es irgendeinen Unterschied, also, oder unsere Forschungshypothese, Verzeihung, ich korrigiere mich, die Forschungshypothese bei der ANOVA eigentlich lautet, die Alternativhypothese, gibt es irgendeinen Unterschied zwischen zwei meiner Faktorstufen. Ich habe mehrere Faktorstufen, mindestens zwei, das kann ich zwar auch noch mit einem T-Test machen, wenn es zwei Gruppen sind, aber ich kann das auch mit einer ANOVA machen. Und wenn es dann mehrere sind, zum Beispiel 3, 4, 5 Gruppen, dann kann ich also fragen, mit der Alternativhypothese, gibt es zwischen irgendeinem Paar von zwei Faktorstufen einen Unterschied? Und die Nullhypothese lautet, alle Populationsmittel in jedem dieser Faktorstufen sind alle gleich. Ich kann also auch sagen, alle Faktorstufen entstammen, alle Gruppen entstammen derselben Population. Heute gibt es dazu jetzt aber eigentlich vor allem um diese Frage kreisend einige Zusätze, die ich besprechen möchte, die wichtig sind, denn sehr oft interessiert uns eben doch, wenn der F-Test der Varianzanalyse jetzt also erbringt, die Nullhypothese keinen Unterschied verwerfen wir, bleibt doch die Frage im Raum, ja, wo kommt der Unterschied her? Welche Gruppen unterscheiden sich? Es kann, wie gesagt, oft der Fall sein, dass nur eine der beiden Gruppen, also einer der Unterschiede, Verzeihung, signifikant ist. Um das zu untersuchen und um diese Frage nachzugehen, braucht man sogenannte Post-Hoc-Paarvergleiche. Warum sind die Post-Hoc? Die sind Post-Hoc, weil man eben gerade schon den F-Test gemacht hat und festgestellt hat, ja, die Nullhypothese verwerfen wir, so eine große F-Statistik zu beobachten, also so einen großen Unterschied zwischen systematischer Varianz und Fehlervarianz ist unwahrscheinlich unter der Nullhypothese, also verwerfen wir die. Aber wie dann weiter? Hier ist mal so ein Beispiel gezeigt. Was wir hier sehen, ist die Kommunikationsfähigkeit, wahrscheinlich mit ein paar Arbeitsbeobachtungen, Fragebögen, ich weiß nicht genau wie, gemessen, von drei Berufsgruppen. Berufsgruppe eignet sich wunderbar als Faktor. Dies sind sicher unabhängige Beobachtungen dahingehend, dass du nicht gleichzeitig Lehrer und Versicherungsvertreter oder Vertreterin sein wirst. Wir haben es hier also mit Programmiererinnen, Lehrern und Versicherungsvertretern zu tun und deren Kommunikationsfähigkeit soll untersucht werden. Wir bekommen hier am Rand auch schon Ergebnisse. Wir haben einen F-Wert von fast 15. Freiheitsgrad ist uns jetzt nicht gegeben, aber der P-Wert, der dazugehörige, ist sehr klein. Und das Eta Squared, also die Effektstärke, ist ziemlich groß. Die kann ja maximal 1 werden. Die können wir lesen und interpretieren wie R². Wir hatten auch gesehen, es ist eigentlich R². Und dieses Eta Squared trägt also fast 60%. Rieseneffekt. Aber wo kommt er her? Ja? Es gibt einen signifikanten Effekt für den Faktor Berufsgruppe hinsichtlich der Variable Kommunikationsfähigkeit. Aber uns wird jetzt schon interessieren, ist es vielleicht der Unterschied vor allem der Programmierer in Abweichung von den anderen beiden Gruppen oder auch der Programmierer von den Lehrern, der den Effekt macht? Zwischen Versicherungsvertreter und Lehrer sieht es eigentlich nicht so aus. Man würde dem jetzt schon gern nachgehen. Der Begriff des Post-Hoc-Vergleichs ist jetzt ein sehr, erstmal sehr weit gefasster, sehr unspezifischer Begriff. Das ist nicht eine Methode, ein Post-Hoc-Vergleich, sondern es ist eine ganze Gruppe von Methoden. Die haben alle Folgendes zum Ziel. Ein Problem zu kontrollieren, was wir bisher noch nicht kennen. Das müssen wir jetzt nämlich auch noch kennenlernen. Das Problem, was kontrolliert werden soll oder im Schach gehalten werden soll, ist das Problem des sogenannten familienweisen Alpha-Fehlers. Es soll also kurz gesagt der Alpha-Fehler da kontrolliert werden, wo man ihn gerne hätte.
Zum Beispiel bei 5% oder bei 10% oder bei 1%, aber eben bei einem von uns festgelegten Alpha-Fehler, den möchten wir auf lange Sicht auch höchstens eben so oft begehen. Ja? Und dann haben wir das Ziel, Gruppenmittelwerte im Nachgang, das ist das Post-Hoc-Element, im Nachgang eines signifikanten F-Tests paarweise zu vergleichen. Die meisten Verfahren dazu sind im Prinzip T-Statistiken, aber mit variablen Nennern. Also es gab historisch verschiedene Vorschläge, das zu machen, von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, und entsprechend gibt es unterschiedliche Fehler- und Variabilitätsterme, die da quasi eingehen. Es ist also nicht zwangsweise einfach ein T-Test. Wir werden sehen, dass das auch eine Möglichkeit ist, einfach ganz konventionell für diese zwei Gruppen, die uns jetzt gerade interessieren, oder diesen Paarvergleich, einen ganz konventionellen T-Test auszurechnen. Solange dann, das was hier kursiv geschrieben ist, dieser sogenannte Alpha-Fehler, familienweise Alpha-Fehler kontrolliert wird, damit muss man also irgendwas, da muss man noch irgendwas machen, ist es auch okay, ist auch ein Post-Hoc-Vergleich. Typische Namen sind 2K-Kramer, Scheffé-Tests, seltener auch noch Fischers LSD. Fischer's Least Significant Differences. Allerdings ist das, das meint auch dieser Stern hier, die Methode, die den Alpha-Fehler nämlich gar nicht kontrolliert. Insofern ist er auch streng genommen kein Post-Hoc-Vergleich. Also, damit habe ich jetzt, nachdem ich gesagt habe, was sind Post-Hoc-Vergleiche, habe ich gesagt, das sind Verfahren, paarweise Vergleiche, die den Alpha-Fehler kontrollieren sollen, den familienweisen. Bleibt die Frage, was um Gottes Willen ist der familienweise Alpha-Fehler? Davon haben wir jetzt noch nie gesprochen hier. Das Problem ist folgendes. Als wir Signifikanztests kennengelernt haben, haben wir schon gesagt, für jeden Signifikanztest im klassischen Neyman-Pearsonschen Sinne definieren wir ein Signifikanzniveau, sodass wir sagen, wenn wir dort unseren Cut-off hinlegen und dann entsprechend nur extremere Teststatistiken auch als signifikant erklären, dann haben wir auf diesem Niveau, diesem Signifikanzniveau, den Alpha-Fehler kontrolliert. Richtig? Da war immer die Logik, okay, selbst wenn die Nullhypothese richtig ist, verwerfen wir die nicht fälschlicherweise nicht öfter als Alpha-Prozent. Wenn wir jetzt anfangen, in diesem Beispiel der Lehrer, der Versicherungsvertreter und der Programmiererin Paarvergleiche zu machen, dann haben wir ja letztlich drei neue Möglichkeiten. Also der F-Test sagte uns wunderbar, auf dem Alpha-Niveau von so und so verwirfst du das. Schön und gut. Aber jetzt neues Spiel, neues Glück. Jetzt kommen wir mit Paarvergleichen. Wir wollen T-Tests machen. Jetzt merken wir, aha, wir könnten ja jetzt quasi die Lehrer mit den Programmierern vergleichen, die Lehrer mit den Versicherungsvertretern und dann auch noch die Versicherungsvertreter und die Lehrer. Ja, dann hätten wir also mindestens, das wäre es dann in dem Fall auch schon, aber drei T-Tests, die wir rechnen würden. Mit ihren entsprechenden drei Nullhypothesen. Nämlich μ a gleich μ b wäre die eine Nullhypothese, μ a gleich μ c die andere Nullhypothese und dann noch μ b gleich μ c. Ja, wäre für drei Gruppen A, B, C die drei möglichen jetzt neu entstehenden Hypothesen, die ich jetzt quasi testen könnte. Und die Kernerkenntnis hier ist, das ist eigentlich eine Familie von Hypothesen. Dass das eine Familie ist, ist ein inhaltlich zu definierendes Problem. Das wird Ihnen also nie die Statistikerin oder der Statistiker sagen, was die Familie ist, sondern Sie als Forscherin oder die jeweiligen Forscherinnen und Forscher müssen das entscheiden. Ja. Und was wir also jetzt hier eigentlich machen, ist, wir machen multiple Vergleiche. Wir testen mehrere Hypothesen, die aber irgendwie doch zusammengehören. Sie gehören nämlich alle zu der Forschungsfrage, unterscheiden sich diese drei Gruppen. Ja, also das, was der F-Test eben auch in einem Aufwasch summa summarum getestet hat. So endet das heutige Video auch, dass wir nochmal sehen, dass sich dieser F-Test eigentlich schon zusammensetzt aus Subtests. Das hat der F-Test, der hat uns gesagt, irgendwo hier drin ist wahrscheinlich ein Unterschied. Und wir wollen jetzt da reingehen und mehrere Vergleiche machen. Und die arbeiten sich letztlich an derselben Familie ab von Hypothesen. Ja. Das Problem damit ist,
dass wir, wenn wir es aber einfach so machen, wie wir es bisher machen würden, nämlich 3 T-Tests, natürlich für jeden dieser T-Tests ja dieses Alpha definiert hätten, von 5%, sagen wir mal. Und das bedeutet eben, wir nehmen bei jedem Test, jedem dieser 3, 5% Fehler in Kauf. Und das führt zu einer sogenannten Aufblähung, sagt man manchmal auch, Inflation in Englisch, Aufpustung des Alpha-Fehlers, des potenziellen Alpha-Fehlers. Wir wissen natürlich nie, ob wir einen Alpha-Fehler gerade begangen haben, einen Fehler erster Art, aber unser schon immer etwas vielleicht sich liberal anfühlendes, naja, 5% werden schon okay sein, ab 5% erklären wir es als signifikant, das ist uns unwahrscheinlich genug und wenn das jetzt doch ein Fehler erster Art war, dann sind wir halt bereit, den in 5% aller Tests in unserem Leben sozusagen in Kauf zu nehmen. Wenn du das mit in diesem Fall zum Beispiel C gleich 3 Tests machst und die gehören aber irgendwie zusammen und eigentlich möchtest du die zusammen betrachten, dann musst du dir selbst klar machen und das ist dieses Alpha FWE, was da steht. Also der familienweise Fehler, den du jetzt in Kauf nimmst, der beträgt eigentlich nicht Alpha Original 5%, ja, sondern eigentlich, und diese Formel hier mit diesem 1 und dann 1 minus, also das, wir können es gleich mal einsetzen, es wird auf jeden Fall sehr viel größer werden. Ihr seht hier, dass dieses C, das ist die Anzahl der jetzt getätigten Vergleiche oder der jetzt getätigten Tests. Ja? Wir testen, machen jetzt 3 T-Tests und also kommt hier ein hoch 3 hin. Und man kann also auch sagen, das wäre also eigentlich 0,95. Ja, sagen wir mal, Alpha Original wäre eigentlich 0,05, richtig? Das wollen wir eigentlich schützen. Dann ist das eigentlich 0,095 und das aber hoch 3. Und das Ganze ziehen wir aber wieder von 1 ab. Wir ziehen aber also, da das hoch 3 ist, nicht mehr 95% ab, sondern hoch 3 irgendwas Kleineres. Die Faustformel, die ihr euch etwa merken solltet, ist etwa die hier. Ihr könnt im Prinzip sagen, euer Alpha mal der Anzahl Vergleiche, die ihr gemacht habt. Also es wird ungefähr darauf hinauslaufen, dass das 15% sind, die ihr jetzt als Alpha-Fehler habt. Das heißt, und das sagt dieser Ausdruck hier, wenn du so vorgehst, also noch keine Korrektur irgendwie für dieses Problem schaffst, dann hast du eine Situation, in der du, wenn das deine eine Familie von Hypothesen ist, die zusammengehören, dann hast du für diese Familie jetzt einen Alpha-Fehler von, einen familienweisen Alpha-Fehler von fast 15% in Kauf genommen, obwohl du doch jeden einzelnen Test auf dem 5%-Niveau testen wolltest. Damit wird also irgendwie umzugehen sein. Die berühmteste Korrektur und die simpelste Korrektur dafür ist, glaube ich, ganz folgerichtig, okay, ich habe jetzt 3 Tests gemacht, jeden auf dem 5%-Niveau. Du weist mich jetzt darauf hin, Jonas, ohne das hier zu beweisen, dass es jetzt eigentlich 15% Alpha-Fehler sind. Huch. Was mache ich dann? Dann teste ich einfach jeden meiner T-Tests nicht auf dem 5%-Niveau, sondern auf irgendwas Strengerem. Ich müsste irgendwie strenger sein. Und die einfachste Form, strenger zu sein, ist die sogenannte Bonferroni-Korrektur. Das kann man zeigen, dass das dann auch funktioniert, wenn du jeden einzelnen Test auf dem neuen Niveau, also das ist jetzt nicht mehr Alpha Original, 5, sondern du rechnest ein neues Alpha aus. Zum Beispiel sagst du also, ich möchte gerne auf dem 5%-Niveau meine Familie von Hypothesen testen. Die ganze Familie, die multiplen Vergleiche, die ich mache, die sollen auf dem 5%-Niveau geschützt werden. Oder also das ist der maximale Alpha-Fehler, den ich insgesamt in Kauf nehmen möchte. Dann sagt dir diese einfache, bescheidene Formel, dass du das also durch 3 teilen musst, also ungefähr 0,016 wahrscheinlich, oder? Doch irgendwie sowas. Sagen wir mal so. Also auf jeden Fall 5% durch 3. Auf diesem Niveau müsstest du jetzt jeden einzelnen deiner T-Tests sozusagen testen, um dann insgesamt hier die 5% zu schützen. Hier oben haben wir gesehen, wenn wir das nicht machen, resultiert ein Alpha-Niveau von 15%. Die Bonferroni-Korrektur gilt als relativ konservativ. Das hat dann mit einem Thema zu tun, was wir erst später im Semester richtig betrachten, nämlich der sogenannten Teststärke.
Wir werden sehen, dass generell streng zu sein beim Alpha-Niveau eben auch die sogenannte Power oder Teststärke reduziert. Der Beta-Fehler wird dann größer und ein größerer Beta-Fehler ist wiederum schlecht für die Power. Also deshalb sind viele Wissenschaftler zu Recht skeptisch, ob wirklich die Bonferroni-Korrektur sein muss oder ob es nicht irgendwas, sagen wir mal, ein Kompromiss gibt zwischen gar keine Korrektur bei solchen Post-Hoc-Vergleichen zu machen und auf einmal, oft macht man nicht 3 T-Tests im Nachgang von einer Signifikanz von einer ANOVA, sondern vielleicht 6 T-Tests oder noch mehr, das dort zu sagen, irgendwie muss ich korrigieren, aber diese Bonferroni-Prozedur einfach dann durch 6 Tests zu teilen, ist vielleicht auch zu streng. Und was man oft macht, sind Varianten, die ich hier, eine Variante, die ich mal vorstellen möchte kurz, ist die sogenannte Bonferroni-Holm-Adjustierung nach Holm. Die ist adaptiv. Adaptiv, was heißt jetzt adaptiv? Adaptiv heißt, ich weiß noch nicht jetzt a priori vorher, welcher Test signifikant sein wird, sondern es hängt von der Zusammensetzung meiner Ergebnisse ab. Also ich habe jetzt eine Gruppe von zusätzlichen T-Tests gemacht und ich werde jetzt nicht einfach sagen, wie bei dem Bonferroni-Verfahren, der familienweise Fehler soll geschützt werden. Also das werde ich noch festlegen. Ich lege mich fest, ich möchte familienweise bei 5% schätzen. Dann brauche ich jetzt aber schon meine Ergebnisse. Ich brauche jetzt meine P-Werte meiner T-Tests, die ich neu bekomme. Wir machen es hier gleich mal auf dem Slide mit einem Beispiel, wo wir sagen, wir haben 4 zusätzliche T-Tests gemacht. Ja. Und wir werden jetzt schauen, kurz hier einstecken, dass der Strom hat. Verzeihung, ich werde kurz einstecken, geht gleich weiter. Wir werden diese P-Werte nach ihrem Rang sortieren. Das seht ihr hier unten, seht ihr schon so ein bisschen eine anstrengend aussehende Formel, aber die ist eigentlich ganz einfach. Hier steckt einfach nur die Anzahl der P-Werte drin. Das erinnert uns an Bonferroni, zu sagen, ich habe ein zu schützendes Alpha-Niveau, was ich einhalten möchte, ein Signifikanzniveau, und das teile ich durch die Anzahl der Tests. Jetzt seht ihr aber hier, dass nicht ein Alpha resultiert, sondern für jeden Rangplatz deiner P-Werte. Sprich, du bringst deine P-Werte gleich in eine Rangfolge und dann gibt es so eine Art der kleinsten P-Wert oder signifikantesten T-Test quasi. Ja? Der muss nach dieser Formel, wenn du das hier einsetzt, tatsächlich dieses Bonferroni-Niveau reißen. Also der müsste zum Beispiel durch Alpha durch 4, 5% durch 4, müsste der auf 0,0125 signifikant, also so, müsste gleich oder kleiner sein, damit der als signifikant erklärt wird. Der nächste P-Wert, der nächst signifikanteste P-Wert, du ordnest die alle, muss allerdings nicht Alpha durch 4 in dem Fall machen, sondern der muss nur noch Alpha durch 3 schaffen, also 0,01667. Und dann ist der vielleicht auch noch signifikant. Der nächste müsste nur noch Alpha durch 2 schaffen, also 0,025. Und der letzte deiner P-Werte, es könnten natürlich jetzt auch 15 oder 16 sein, die Methode würde genauso funktionieren. Der letzte, der am wenigsten signifikante, der größte P-Wert deiner P-Werte, der muss nur noch dein originales, unkorrigiertes Alpha, also das ist auch 0,05, schaffen. Ich habe das, glaube ich, hier mal nebendran abgebildet. Ich habe also 4 P-Werte beobachtet, die habe ich schon rangsortiert. Deshalb ist hier so ein kleines R. Der erste Rang ist 0,01, sagen wir mal. Das sind Daten, ja, die hatte ich beobachtet. T-Tests, Ergebnisse von T-Tests, P-Werte, die ich bekommen habe in einer Analyse. Nichts mit den Programmierern und den Lehrern zu tun. Kleines, eigenes Beispiel, um diese Methode zu demonstrieren. 4 P-Werte, 0,01, 0,021, 0,04 und 11%, Punkt 11. Unkorrigiert, so sagt man das dann auch oft, manchmal berichtet man das auch, unkorrigiert wären diese 3 ja signifikant auf einem konventionellen Signifikanzniveau. Ja? Nach der Bonferroni-Holm-Korrektur kann ich aber jetzt eine Liste mit quasi adaptiven, individuellen, wenn ihr so wollt, Alpha-Niveaus aufstellen
Und die lauten eben Alpha durch 4, 0, also familienweises Alpha, was ich schützen möchte, 5% durch 4, durch 3, durch 2, durch 1, also einfach das Alpha. So, und dann sehe ich, nur der erste P-Wert überspringt dieses nach Bonferroni-Holm adjustierte Alpha, ja, oder unterspringt, sollte man ja eigentlich sagen, und die anderen ihr jeweiliges Alpha schon nicht mehr. Das heißt, unkorrigiert wäre die Schlussfolgerung gewesen, schau mal, drei dieser vier Paarvergleiche sind signifikant, wow, was ist hier los? Bonferroni-Holm korrigiert sieht es schon ein bisschen anders aus, ja? Nämlich, dass nur der überlebt hätte. In diesem speziellen Fall wäre es auch so gewesen, dass ein konservatives Bonferroni-Verfahren, wo ich also einfach sage, ihr werdet alle auf Alpha durch 4 beurteilt, wäre das Gleiche passiert, nämlich nur, dass der Erste es geschafft hätte. Also diese Verfahren konvergieren auch oft, aber Bonferroni-Holm oder auch die sogenannte False Discovery Rate, FDR, die wird oft verwendet, leicht andere Logik dahinter, aber konvergiert sehr stark. Das sind Verfahren, die eben ein bisschen liberaler sind, aber dennoch den Alpha-Fehler auf einem bestimmten Niveau kontrollieren. Ja? Hier ist es nochmal schematisch dargezeigt für die von euch, die das nochmal durchgehen wollen. Ihr werdet das auch im Seminar nochmal besprechen, dass man sieht, man ordnet seine P-Werte und jeder P-Wert wird dann mit einem adaptiven Alpha verglichen, und zwar mit unterschiedlichen Alphas. Ja? Und der größte P-Wert, der wird beurteilt sozusagen auf dem, man könnte sagen, unkorrigierten Alpha. Meine Empfehlung derzeit wäre, im Nachgang eines signifikanten ANOVA-Ergebnisses berechnet ihr tatsächlich paarweise T-Tests, wenn euch das interessiert. Es kann auch sein, dass man damit zufrieden ist, zu sagen, ja, da gab es einen Unterschied, Fragestellung beantwortet. Wenn die Fragestellung aber ist, wo kommt ein Unterschied her? Oder manchmal ist es natürlich auch, darüber sprechen wir gleich noch, manchmal ist es direkt auch unsere Hypothese, unsere eigentliche Forschungsfrage, dass sich zwei Gruppen unterscheiden. Wir haben aber noch andere Gruppen gemessen, andere Kontrollgruppe oder so. Dann ist es auch so, dass man oft dennoch über die ANOVA geht. Also, wenn wir eine signifikante ANOVA haben, berechnen wir paarweise T-Tests und korrigieren den familienweisen Alpha-Fehler, kontrollieren den familienweisen Alpha-Fehler, sollte ich sagen, mit der Bonferroni-Holm-Methode. Und wir legen hierbei jetzt die Anzahl der wegen dem ganzen Post-Hoc-Vorgehen nun zusätzlich gerechneten Tests zugrunde. Ja? Also die ANOVA ist natürlich eigentlich auch ein Signifikanztest. Und auf diesem Level korrigieren wir erstmal nicht. Aber dann für die zusätzlich gerechneten Tests, zum Beispiel wenn sich drei zusätzliche T-Tests als Post-Hoc-Tests ergeben, würde man in diesem Bonferroni-Holm-Verfahren die Anzahl Tests mit 3 angeben. Ja? Genau. Im Übrigen muss man sagen, dass dieses Problem der multiplen Vergleiche erstmal unabhängig davon ist, wie du diesen Test jetzt gerechnet hast. Also, wir werden später noch über Wilcoxon oder sogenannte rangbasierte Verfahren sprechen, die aber auch zu Signifikanzaussagen führen und auch auf einem bestimmten Alpha-Fehler eigentlich dann in Kauf nehmen, und die Permutationstests genauso, die haben alle das gleiche Problem. Also das Problem der multiplen Vergleiche oder der Frage, was ist meine Familie von Hypothesen, die ich eigentlich zusammen auf einem bestimmten Alpha-Niveau schützen möchte, die hat erstmal nichts mit dem Verfahren zu tun, was du da anwendest. Es gilt auch, wenn ihr besonders sogar, würde ich sagen, wenn ihr Korrelationen mit einem jeweiligen T-Test auf Signifikanz testet. Das kennt ihr jetzt vielleicht auch schon. Das geht relativ schnell, wenn man eine ganze Gruppe von Variablen hat, also vielleicht 5, 6, 7 Variablen oder Skalen aus einem Fragebogen, und man möchte jetzt untereinander schauen, sind diese Skalen korreliert? Ja, dann hat man schnell 7 Quadrat minus 7 halbe Korrelation beieinander. Und wenn man jetzt jede auf dem 5% Niveau testet, dann passiert genau, könnt ihr genau diese Formel von vorne hier anwenden, die wir gesehen hatten. Also ich gehe nochmal zurück. Diese Formel hier, die gilt natürlich genauso, wenn ich einen ganzen Batzen Korrelationen auf einmal teste. Dass die Anzahl Korrelationen mal dem intendierten Alpha, das ist, was ihr eigentlich macht. Ihr nehmt eigentlich einen familienweisen Alpha von
sagen wir mal, wenn das 10, 15, sagen wir mal 10 Korrelationen sind, ja, nimmt er eigentlich schon einen Alpha-Fehler von 50% in Kauf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einmal fälschlicherweise die Null-Hypothese verwerft, wird ziemlich, ziemlich groß. Deshalb unbedingt über Adjustierungen des Alpha-Niveaus nachdenken. Kleine Systematik als Zwischenfazit. Es ist im Prinzip so, dass wir, das haben wir, diese Seite haben wir jetzt hier schon gemacht, die grüne Seite, dass wir sagen, wenn wir fragen, gibt es irgendeinen Effekt? Relativ oft wird es, wenn wir ehrlich sind, dann der Fall sein, wenn wir relativ explorativ vorgehen. Wir haben hier ein paar Gruppen gemacht und haben mit einer ANOVA, fragen wir einfach nur, unterscheiden sich irgendwie diese Gruppen. Dann steuert es also auf eben eine Varianzanalyse zu. Wenn die einfaktoriell ist, bekomme ich da einen F-Test. Und wenn der signifikant ist, kann ich immer noch fragen, ja, welche Gruppen unterscheiden sich denn wahrscheinlich auf Populationsebene? Das könnte ich beantworten mit Post-Hoc-Vergleichen. Ja. Nächste Woche machen wir noch die multifaktorielle ANOVA. Da ist es dann so, dass wir eigentlich mindestens auch gleich schon mehrere F-Tests bekommen. Denn natürlich gibt es dann einen Haupteffekt für den einen Faktor, einen Haupteffekt für den anderen und mindestens eine Interaktion. Oft natürlich noch viel, viel mehr. Wenn es mehrere Faktoren sind, gibt es mehr Haupteffekte und auch mehrere Interaktionen, wie ihr wisst. Und auch da kann man sich dann schon auf dieser Ebene fragen, muss ich dort nicht eigentlich auch korrigieren für die nun Anzahl Vergleiche? Da ist wirklich dann, das ist eine schwierige Frage, letztlich eine, Achtung, philosophische Frage, ihr hört es immer nicht gerne, aber da gibt es wenig falsch oder richtig. Da ist die Frage, was ist meine Familie von Hypothesen. Habe ich eine spezifische Hypothese über einen Haupteffekt, dann kann ich sagen, ich teste den. Wir wissen aus der multiplen Regression, dass wir dann eigentlich auch sagen könnten, nun ja, wir stürzen uns eigentlich auch nur auf diesen einen Term. Die anderen Terme sind vielleicht im Modell, die testen wir aber gar nicht wirklich auf Signifikanz. Dieses Denken kann hier dann zur Anwendung kommen, dass man sagt, ja, ich korrigiere hier noch nicht für multiple Vergleiche, denn meine Hypothese war dieser Haupteffekt. Ja. Wie gesagt, wenn ich aber einfach nur frage, gibt es irgendeinen Effekt, dann sollte ich auch auf der Ebene von Haupteffekten und Interaktionen vielleicht schon ein bisschen strenger als auf 5% Niveau testen und entsprechend multiple Vergleiche bedenken. Und generell ist es natürlich auch bei einer multifaktoriellen so, dass ihr auch dort weitergehen könnt zu Post-Hoc-Vergleichen. Also ihr findet vielleicht, den einen Haupteffekt gibt es, den anderen Haupteffekt gibt es nicht und die Interaktion gibt es auch nicht. Dann wird auch dort die Frage gern sein, welche Gruppen machen denn, welche Zellen meines Designs machten denn diesen Effekt, wo kommt der her? Was ich aber jetzt in diesem Video noch relativ kurz mit euch besprechen möchte, ich möchte es allerdings auch ins Eigenstudium, über die Prüfungsliteratur delegieren quasi, das mache ich traditionell immer so, aus Zeitgründen in der Statistik 2, das ist was, was ihr auch mal als Kapitel bitte unbedingt nachlesen solltet, nämlich das Thema der sogenannten Kontraste. Was hat es damit auf sich? Ich habe jetzt immer betont, dass wir die ANOVA gut benutzen können, um zu fragen, gibt es irgendeinen Unterschied? Gibt es hier irgendwie mindestens zwei Levels von Faktorstufen, die sich unterscheiden? Wenn ihr a priori aber schon eine klare Idee habt, wie das Muster aussehen sollte, wenn ihr zum Beispiel glaubt, nur die eine Gruppe sollte sich von allen anderen unterscheiden. Eigentlich mache ich hier drei Manipulationen, die sollten alle keinen Effekt haben. Aber dann gibt es hier eine vierte Gruppe, vielleicht eine Kombination von Manipulationen oder eine spezielle Manipulation, die sollte einen Effekt haben, die sollte reinhauen. Dann habt ihr also, ihr erwartet eigentlich ein ganz klares Muster und das machen wir dann gerne mit sogenannten Planned Comparisons oder auch einfach Kontrasten. Das heißt, wir formulieren gleich eine viel spezifischere Hypothese, als zu sagen, unterscheiden sich irgendwelche meiner Levels voneinander. Und das können wir dann auch auf zwei Geschmacksrichtungen machen, was uns eigentlich auch schon vertraut ist. Wir können entweder einen sogenannten F-Kontrast rechnen, der sagt, ja, weicht die eine Gruppe von den anderen Gruppen ab, aber egal in welche Richtung letztlich. Oder einen gerichteten Kontrast, das machen wir dann über einen T-Wert. Ihr wisst, T-Werte können Vorzeichen behalten, die können positiv oder negativ werden. Und wir können dann also hier noch ein bisschen spezifischer sein, das wäre dann so das Spezifischste, dass man sagt, ich habe einen T-Wert ausgerechnet für eine spezielle gerichtete Hypothese über die
Muster meiner Mittelwertsverteilung letztlich. Aber der Reihe nach, Planned Comparisons. Wenn ich also nicht einfach irgendeinen Unterschied testen möchte, sondern eine recht spezifische Hypothese über Bedingungsunterschiede habe, sind Kontraste oft angezeigt. Das Kapitel im Eid, ein Auszug daraus zumindest über das Kapitel Kontraste, sollte unter prüfungsrelevante Literatur liegen und ich empfehle stark, das bis zur Prüfung auch mit durchzuarbeiten und dort auf dem Laufenden zu sein. Also, ich kann einen linearen Kontrast, das sehen wir auch gleich an der Formel, als eine spezielle Form der Varianzanalyse auffassen. Es ist eine Varianzanalyse insofern, als ich einen Art Effekt, einen systematischen Effekt formuliere und den ins Verhältnis setze wiederum, wenn es ein F-Kontrast ist, auf jeden Fall, zu dem, was ich nicht erklären kann. Im T-Test ist es ja so ähnlich. Im T-Test machen wir es auch gleich so, dass wir oben einen spezifischen Kontrast definieren, eine spezifische systematische Varianz und die ins Verhältnis setzen zu einer Fehlervarianz. Die Formulierung eines Kontrastes ist sozusagen, man kann sagen, der Kontrast ist eigentlich die Hypothese. Es ist nämlich ein, wie es hier auch steht, erwartetes Muster der Mittelwerte. Und manchmal, wenn man will, kann man es mathematisch als ein Lambda bezeichnen. Es ist eigentlich eine Linearkombination. Das kann uns eigentlich auch sehr an die Regressionsanalyse erinnern. Man kann sich eine Kontrastanalyse auch vorstellen wie eine spezielle Form der Regressionsanalyse, nämlich eine, in der ich man könnte sagen, was hier als K bezeichnet ist, kann ich mir auch vorstellen wie Betas, also wie Gewichte, die ich jetzt gemäß meiner Hypothese vergebe. Ich werde also gleich eine Hypothese formulieren und entsprechend sagen, der Gruppenmittelwert der ersten Gruppe und der zweiten und der dritten und der J-ten Gruppe, da möchte ich jetzt spezielle Hypothesen drüber aufstellen, zu wie vielen Anteilen die sozusagen jetzt zusammengemischt werden sollen. Und dann diese Zusammenmischung, das ist dann meine Hypothese und die teste ich direkt eben an meinen Daten quasi. Also ich muss jetzt für K1, K2, K3 bis KJ entsprechend Werte einsetzen gemäß meiner Hypothese. Ich könnte so zum Beispiel die Hypothese testen, dass in diesem Beispiel zur Kommunikationsfähigkeit die Versicherungsvertreterin 1 jetzt mal als Level 1 bezeichnet oder Gruppe 1 bessere Fähigkeiten haben als die Lehrer und die Programmierer. Ja, das wäre jetzt meine Hypothese. Die ist nicht wahnsinnig innovativ oder spannend, aber der könnte ich doch jetzt mal nachgehen. Ja? Nochmal, die Varianzanalyse, wie wir sie kennen, der F-Test, der ANOVA, der testet es nicht. Ja? Der testet nur, unterscheiden sich mindestens zwei dieser drei Gruppen irgendwie in ihrer Kommunikationsfähigkeit. Wenn ich aber speziell fragen möchte, weichen die Versicherungsvertreter ab? Ich werde sogar, wenn ich noch genauer frage, kann ich auch sagen, sind die besser? Ja? Dann würde ich sagen, ich formuliere so einen linearen Kontrast Lambda, indem ich sage, euch Versicherungsvertreter, euer Mittelwert, was wir in der ANOVA auch als Effekt bezeichnet haben, ja, dieses μ1, kriegt den Wert 1. Die Lehrer kriegen den Wert 2. Das heißt, das würde jetzt die Hypothese schon mal formulieren, dass die Versicherungsvertreter besser sind als die Lehrer. Und jetzt hier, Entschuldigung, ich habe mein eigenes Beispiel nicht zu Ende gelesen. Wir wollen eigentlich auch noch sagen, die Programmierer sollten die schlechteste Kommunikationsfähigkeit haben. Wir erwarten also ein Muster, und das formulieren wir hier gerade mit dem linearen Kontrast. Wir erwarten ein Muster, Versicherungsvertreter besser als Lehrer, besser als Programmierer. Die haben das minus 1. Also 1, 0, minus 1. Das sind die Kontrastgewichte, die wir jetzt hier sozusagen multiplizieren auf die Gruppenmittelwerte μ, Populationsebene. So stellen wir uns das jetzt mal vor, das ist unsere Hypothese. Und jetzt schauen wir, wie wir damit sozusagen, wie das zu den Daten passt letztlich. Ja? Wir können uns diese Kontrastkoeffizienten oder Kontrastgewichte also vorstellen, eben wieder wie Schalter, die die Wirkung eines Faktorlevels ausdrücken. Also das, was wir in der Einführung der ANOVA auch mal, ein bisschen irreführend, weil Alpha drin vorkam, als Alpha J bezeichnet haben. Also der Effekt, was ist der Effekt in dieser Gruppe zu sein? Wir würden jetzt sehr spezifisch formulieren, wir erwarten, wenn du in der einen Gruppe bist,
gehst du nach oben. Wenn du in der anderen Gruppe bist, passiert quasi nichts relativ zum Gesamtmittelwert. Und wenn du in der dritten Gruppe bist, solltest du nach unten gehen. Das wäre 1, 0, minus 1. Ja? Dabei haben wir jetzt noch ein paar Constraints. Diese Formulierung hier ist der sogenannte Sigma-Constraint. So nennt man das auf Englisch manchmal. Warum Sigma-Constraint? Weil es ein Summen-Constraint ist. Die Kontrastgewichte sollen sich zu Null summieren. Das kennen wir aus der Regression. Wenn sich was zu Null summieren soll, dann soll der eigentlich, das läuft darauf hinaus, dass der ganze Kontrastvektor eigentlich zentriert ist. Auch der sitzt quasi rund um die Null. Ja. Nach dieser Regel wären die für unser Problem gerade 3, 2, 1 würde zwar das richtige Muster abbilden, wäre aber, müssen wir einfach akzeptieren, kein gutes Kontrastgewicht. Würde sich nicht zu Null summieren. 1, 0, minus 1 habe ich gerade schon verwendet dafür, wäre ein gutes Kontrastgewicht, um so einen Effekt abzubilden, um so einen hypothetisierten. Ich könnte aber auch 2, 0, minus 2 nehmen. Seht ihr das? Wie 2 ist zwar größerer Schritt, minus 2, aber sich trotzdem auch zu 0 summiert. Ja? Und Punkt 5, 0, minus Punkt 5 wird auch gerne verwendet. Gerne arbeitet man mit kleineren Zahlen. Manchmal hat man quasi nämlich zusätzlich noch den Constraint oder macht sich das einfach so, dass die Kontrastgewichte sich auch alle zusammen, dass die quasi maximal 1 sein können. Ja? Also das heißt, man skaliert die Gewichte so, dass sie maximal 1 sind. In solchen Fällen würde dann das verwendet werden. Aber für uns wichtiger, die drei, sehen wir nachher an einem Beispiel, sind gleichbedeutend. Ja? Aber das hier, da könnte was schief gehen. Das sehen wir nachher auch noch an einem Zahlenbeispiel. So, jetzt große Formel mit doppelten Bruchstrichen und so, wenn man es eben einmal ordentlich ausschraubt auch. Das hier ist jetzt also eine spezifische Hypothese über ein spezifisches Muster, wie sich diese drei Gruppen, diese drei Faktor-Levels zueinander verhalten sollten, getestet mit einem F-Test. Die Null-Hypothese ist jetzt folgende. Dieser lineare Kontrast sollte sich zu Null summieren. Also unter der Null-Hypothese wäre das so, dass sich das genau auf Null ausgeht, weil diese Mühs eigentlich quasi sich nicht unterscheiden, beziehungsweise das eine, was dann mit 1 multipliziert wird, hebt sich auf mit dem anderen, was mit minus 1 ist, im Mittel kommt da 0 raus. Das ist die Null-Hypothese, gegen die wir jetzt sozusagen antreten mit unseren Daten. Was machen wir? Wir nehmen letztlich unsere Gruppenmittelwerte mal wieder als Plugins für die hypothetisierten Mühs und formulieren eine Art Abweichung unseres, also genauso wie die SS-Treatment eigentlich in der unspezifischen ANOVA, formulieren wir jetzt eine SS-Kontrast sozusagen. Wir nehmen diese Kontrastgewichte und multiplizieren die, das sehen wir hier oben drin schon. Wir nehmen unsere Kontrastgewichte für unsere J gleich 1 bis 3 in dem Fall Gruppen. Die Kontrastgewichte sind also 1, 0 und minus 1 und multiplizieren die jeweils, natürlich nicht mit den Mühs, die Mühs kennen wir ja nicht. Wir wollen ja hier gerade mit unseren Stichprobendaten jetzt eine Teststatistik ausrechnen. Setzen also unsere Gruppenmittelwerte hier ein. Charakteristisch für diesen F-Test ist jetzt, dass wir die Richtung, in der das geht, ignorieren wollen. Also, ob das jetzt 1, 0, minus 1 oder so irgendwie geht, oder genau andersrum, minus 1, 0, 1, das ignorieren wir per Definition letztlich, wenn wir das als F-Kontrast testen. Da sind wir immer noch sehr viel spezifischer als mit der ANOVA, weil mit der ANOVA werden auch andere Muster denkbar. Hier ist es jetzt entweder so ein Muster oder so ein Muster, was wir testen. Und warum werden die beide auf einmal getestet? Weil wir hier quadrieren. Diese Gewichte bringen minus 1 oder 1 oder so mit und das geht verloren. Die werden einfach mit 1 multipliziert letztlich, weil hier quadriert wird. Für die SS Contrast wird hier unten noch, also wir sind immer noch im Zähler sozusagen unseres F-Bruchs, wird hier unten noch ein bisschen, das ist ein bisschen hässlich, wenn man es von Hand ausrechnen muss. Kann aber sein, dass ihr das mal machen müsst, dass ihr mal ein paar Werte da in den Taschenrechner einsetzen müsst, dass man hier mal sagt,
die Regressionsgewichte werden schon quadriert und noch durch das N mit dem N gewichtet, was ich in jeder Gruppe hatte. Das ist so ein kleiner Normierungsterm hier noch. Das Ganze gibt mir eine SS-Contrast. Wie stark weichen meine Mittelwerte gemäß dieses hypothetisierten Musters vom Gesamtmittelwert ab? Und das wird geteilt durch die MSE. Was ist die MSE? Das ist genau die gleiche MSE wie in der Varianzanalyse. Wir können also festhalten, dieser F-Wert kann sich nur darüber unterscheiden von dem F-Wert der normalen ANOVA, der herkömmlichen, darüber, dass dieser Term hier anders ist. Also dieses, ich zeige es mal hier hinten, dieser MS-Contrast kann anders sein. Das entstammt sowieso der ANOVA quasi, ja? Und so ergibt sich eine F-verteilte Prüfgröße. Die hat noch ein paar schöne Eigenschaften. Dieser DF-Kontrast ist ähnlich wie der Freiheitsgrad in der Regressionsanalyse für die SS-Regression immer gleich 1. Dadurch fällt es einfach weg und ich kann einfach übertragen, die SS-Kontrast ist schon meine MS-Kontrast quasi. Und die MSE kommt eben direkt aus der ANOVA. Wenn ich das mache, werde ich oft finden, dass dieser F-Wert dann ein bisschen größer ausfällt als der F-Wert von der ANOVA. Warum? Das sehen wir nachher auch nochmal. Wir testen gerade eine spezifischere Hypothese. Wir testen nicht alle möglichen Gruppenunterschiede, sondern wir testen, man kann sagen, zwei Muster, das ungerichtet ist. Wir testen einen, wenn man so will, linearen Anstieg über die Gruppe, über die Ordnung Versicherungsvertreter, größer Lehrer, größer Programmierer. Oder alles kleiner, aber auf jeden Fall in der Reihenfolge testen wir diese zwei möglichen Muster gerade. Wenn wir es noch spezifischer machen wollen, können wir sagen, wir testen das als, wenn man will, eine gerichtete Nullhypothese mit einem sogenannten T-Kontrast. Wenn ihr hier mal hinguckt, passiert hier eigentlich nur eins. Das ist schon ein bisschen umgeschrieben und ein bisschen umgeformt. Man hat hier das schon mal hier runter verschoben. Aber wir gucken mal hier oben in die Sum of Squares sozusagen rein, wenn man so will, für den Kontrast. Hier wird nicht quadriert. Seht ihr das? Hier wurde beim F-Wert gerade quadriert. Das heißt, die Regressionsgewichte 1, 0, minus 1, die hatten ihre Richtung quasi verloren. Das war eigentlich 1, 0, 1 einfach. Hier behalten sie jetzt ihre Richtung. Und entsprechend ist also ein 1, 0, minus 1 Kontrast im T-Kontrast oder im T getesteten Kontrast was anderes als minus 1, 0, 1. Ja, 1, 0, minus 1, minus 1, 0, 1 wären jetzt zwei unterschiedliche T-Kontraste. Ja. Das ist also der einzige Trick, den ich beim linearen Kontrast anwende. Und die Prüfgröße ist dann eben ein T-Wert mit entsprechenden Freiheitsgraden. In dem Kapitel Kontraste im Eid wird es besser nochmal erklärt. Wir können es uns hier am Beispiel einmal noch anschauen. Also, unser Kontrast Lambda wäre 1, 0, minus 1. Ja? Wir könnten mal gucken, was wir hier für Mittel haben. Hier haben wir die Mittelwerte aus Jamovi ist das, glaube ich. Für die Lehrer eine Kommunikationsfähigkeit von 9,88 im Mittel, für die Programmierer 6,5 und die Versicherungsvertreter 10,5. Sie haben den höchsten Wert. Das war jetzt einfach so. Natürlich sollte ich diese Hypothese über den linearen Kontrast aufgestellt haben, bevor ich diese Daten gesehen habe. Sonst wäre es jetzt ja ein Hypothesizing after the results are known. Ich sehe ja schon, dass die Mittelwerte so sind. Natürlich kann ich jetzt immer noch fragen, mit dem T-Kontrast frage ich ja jetzt gleich, inwiefern passt es zu einem Effekt auf Populationsebene. Insofern ist es nicht komplett verboten, aber wir gehen jetzt auch bei linearen Kontrasten ja eben davon aus, wir testen spezifische Hypothesen, die wir möglicherweise auch schon vor der Datenerhebung natürlich hatten. Also, die ist die etwas unappetitliche Formel, aber es ist eigentlich nichts Gefährliches dabei. Wir rechnen mal diesen linearen Kontrastterm hier oben aus. Ich habe den mal als L bezeichnet. Wir nehmen also unsere Kontrastgewichte 1, 0, minus 1 und multiplizieren die jeweils mit den Gruppenmittelwerten. Wir hatten gesagt Versicherer, größer Lehrer, größer Programmierer. Also Versicherungsvertreter, Lehrer, Programmierer einsetzen. Mit dem Kontrastgewicht multiplizieren und dann das Ganze aufsummieren. Kommt eine, man kann auch sagen, Kontrastsumme von 4 raus. Ja? Wie geht es weiter? Das ist, wie wird da jetzt ein T-Wert draus? Ich müsste hier unten eben noch die MSE aus der ANOVA haben.
Die habe ich hier oben aus dem Omnibus-Test. Das müsste quasi diese 2,52 sein. Und ich muss dann hier eigentlich noch diese quadrierten Kontrastgewichte mit den N pro Gruppe, das sind jeweils 8, diesen Term hier quasi noch ausrechnen. Und dann resultiert ein linearer Kontrast von 5,4. Das Entscheidende, vielleicht das Interessante kurz hier ist, dass ich noch den direkten Vergleich zur ANOVA dass wir uns den noch anschauen. Die ANOVA hier oben, der Omnibus-ANOVA-Test für dieses Phänomen, hatte nur auf generelle Mittelwertsunterschiede erkannt. Und mit dem Kontrast haben wir jetzt eine viel spezifischere Hypothese über diese drei Gruppen aufgestellt, über ein sehr spezifisches Muster, wie diese drei Gruppen sich unterscheiden sollten. Und wir brauchen jetzt keine weiteren T-Kontraste machen, T-Werte. Wir brauchen auch uns nicht um den familienweisen Alpha-Fehler kümmern. Wir könnten einfach dies berichten, unkorrigiert, ohne weitere T-Vergleiche, und hätten dann aber natürlich auch nur diese Hypothese getestet. Ja? Also, T-Wert von 5 heißt tatsächlich dieses Muster, positiver T-Wert, in diese Richtung eine Abweichung von der Gleichverteilung dieser drei Gruppen mit speziell diesem Muster, also diesem fast linearen Abnahme über diese drei Gruppen, ist sehr unwahrscheinlich unter der Nullhypothese, dass es so ein Muster nicht gibt, quasi. Das ist jetzt die Nullhypothese. Ja? Ich habe für euch hier, das blende ich jetzt gleich mal auf, mal als Zahlenbeispiel in einer anderen Statistiksoftware, in R habe ich das gemacht, mehr auch um mich selber mal zu überzeugen, und ich habe es dann hier in die Unterlagen mit reingenommen, habe ich nur noch mal mir und euch gezeigt, dass dieser Sigma-Constraint, den wir einführen, dass wir also sagen, die Kontrastgewichte sollten sich zu Null summieren, dass der wichtig ist. Ich habe hier das eigentlich mal komplett von Hand ausgerechnet. Das sind unsere, seht ihr diese Mittelwerte, die kennen wir. Das sind diese Kommunikationsfähigkeitsmittelwerte der Versicherungsvertreter, der Lehrer und der Programmiererin. Ja, 10,598865. Die MSE ist 2,52. Und der T-Wert, die Kontrastgewichte, das variiert jetzt hier in Orange. Seht ihr das? Da habe ich verschiedene Varianten durchgespielt. Das ist die Variante, die wir gerade verwendet haben. 1, 0, minus 1, da kommt 5,04 raus. Das sollte genau das gleiche sein, wie hier, als wir das, was hier Jamovi ausgerechnet hatte. 5,04. Perfekt. Wenn ich aber sagen würde, na gut, ich möchte so einen Abfall über diese drei Gruppen modellieren, das ist meine Hypothese, dann könnte ich doch auch 3, 2, 1 machen. Auch doch das gleiche Muster. Ja, kannst du machen. Da kommt aber ein T-Wert raus von 27,5. Der ist natürlich viel zu groß. Irgendwas ist hier komplett schief gegangen, und das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass wieder dieses Lambda nicht null zentriert waren. Also wenn wir da jetzt wieder 2 abziehen, dann stimmt es wieder. Ja? Wenn wir den Mittelwert dieses Kontrastvektors abziehen, wenn wir den zentrieren, dann stimmt es. So wird es nicht gehen. Ich könnte auch sagen, na gut, es muss irgendwie um 0 herum sein. Ich könnte sagen, ich nehme 2, 1 und dann, jetzt habe ich 2, 1, damit sich das nachher noch zu 0 summiert, könnte ich ja jetzt einfach für den anderen ein ganz stark negatives Gewicht nehmen. Ich könnte doch minus 3 nehmen. Das kannst du machen, du hast jetzt aber einen Fehler eingebaut für lineare Kontraste, nämlich du hast hier keine Gleichabständigkeit mehr. Seht ihr das? Von 2 auf 1 ist ein Schritt von 1. Von 1 auf minus 3 ist aber ein Schritt von 4 sozusagen, ja, oder minus 4. Diese Nicht-Gleichabständigkeit, die führt in diesem Fall dazu, dass der Effekt überschätzt wird. Ja? Also dieser Abfall hin zu den Programmierern, der kriegt jetzt zu viel Gewicht eigentlich, kann man sagen. Ja? Es wird jetzt eigentlich also ein Abstand modelliert, wo die nicht so nebeneinander sitzen, sondern wo die Programmierer mit ihrem 6,5 da noch nach draußen gerückt sind sozusagen, weil der Abstand quasi nicht einer Schritte ist in diesem Fall oder gleiche Schritte, Schrittlänge, sondern eben ein viel größerer Schritt. Das ist nicht ganz so dramatisch wie diese Variante, aber es führt auch zu nichts. Was aber hingegen geht, das hatten wir vorhin auch so gesagt, ich kann einen nullzentrierten, also einen den Sigma-Constraint beachtenden linearen Kontrast mit Gleichabständigkeit noch formulieren, der zum Beispiel 5
0 minus 5 lautet. Ja, das würde man nicht so oft machen, aber kann man machen und führt genau zum identischen T-Wert. Also Nullsummierung und Gleichabständigkeit für lineare Kontraste wichtig. Die Gleichabständigkeit, die geht natürlich gar nicht immer, wenn wir uns quadratische Kontraste noch angucken. Werden wir noch sehen. Aber für lineare Kontraste Nullsummierung und Gleichabständigkeit. Für andere Kontraste, zum Beispiel quadratische, trotzdem bitte auf Nullsummierung achten. Also, Kontrastgewichte. Kleine Übung. Ein linearer Trend bei 4-Faktor-Stufen. Ich habe also 4-Faktor-Stufen und ich möchte modellieren, weil das meine Hypothese ist, dass das linear zunimmt. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Wie könnte ich das machen? Verschiedene Varianten. Soll sich zu Null summieren und soll gleichabständig sein, weil es ein linearer Trend ist, dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, muss irgendwie rund um Null sein, zum Beispiel minus 1,5, dann ein Einzelschritt hoch ergibt 0,5, jetzt ein Einzelschritt hoch ergibt minus 0,5, Einzelschritt hoch gibt 0,5, Einzelschritt hoch gibt 1,5, der Mittelwert von dem ganzen Ding ist 0, das geht. Ich könnte das aber auch aufmultiplizieren, wenn ich diese krummen Zahlen nicht mag und kann sagen, minus 3, minus 1, also ich nehme eigentlich den ganzen Kontrast einfach mal 2, dann ergibt sich minus 3, minus 1, das ist ein Zweierschritt, mache ich wieder einen Zweierschritt, bin ich bei der 1, mache ich nochmal einen Zweierschritt, bin ich bei der 3, auch möglich. Aber jetzt was anderes, einen quadratischen Trend. Ihr habt ein Experiment euch ausgedacht, wo ihr was Physiologisches variiert habt, vielleicht Schlafdauer oder sowas, und ihr glaubt, vielleicht im Sinne von so einem Yerkes-Dodson-Law, dass irgendwie die Schlafdauer und die Leistungsfähigkeit vielleicht irgendwie quadratisch zusammenhängen. So die total verpennten können nichts performen, die nicht geschlafen haben auch, und es gibt so einen Sweet Spot in der Mitte. Ganz typisches Ergebnis in der Psychologie und in der Physiologie, dass man solche quadratischen Trends auch vermutet oder sucht. Aber wie formuliere ich die? Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich nur 3-Faktor-Stufen habe, ist es eigentlich zu wenig, um einen quadratischen Trend schön abzubilden. Mit 5 oder so wäre das, könnten wir drüber reden. Mit 3 ist es schwierig, aber ich kann es testen. Ich kann es mathematisch machen, kann eine sehr krude Variante eines quadratischen Trends, jüp, jüp, jüp oder jüp, jüp, jüp machen, mit nur 3-Faktor-Stufen. Wie sollte ich die Gewichte wählen, so dass trotzdem eine Nullsummierung rauskommt? Vielleicht mal Pause drücken, selber aufmalen, drüber nachdenken. Wir machen aber weiter. Ein Vorschlag, den ich machen würde, wäre, du wählst deine Kontrastgewichte so, dass du sagst minus 1 und minus 1. So, und welcher Wert muss jetzt noch in die Mitte rein, damit es quadratisch wird und damit es sich zu 0 summiert? Die 2 zum Beispiel. Dann machst du eigentlich einen Dreiersprung von minus 1 auf die 2. Und machst dann wieder einen Dreiersprung, wieder runter, aber ganz wichtig, die zwei summieren sich zu minus 2 und das oben summiert sich zu 2, also ist 2 und dadurch ist die Summe, die Nullsumme gewahrt, das ist das Wichtigste. Ja? Ihr könnt eine alternative Variante euch noch überlegen, aber bei 3 gibt es nicht viele Möglichkeiten. Es läuft immer auf sowas raus. Und jetzt hier nochmal das schöne Beispiel, wenn ihr das als F-Test machen würdet, dann würdet ihr auf einem Aufwasch einen umgekehrt U-förmigen und einen U-förmigen Trend quasi testen, auf einmal mit einem F-Wert. Und wenn ihr es als T-Wert, als T-Kontrast testet, könnt ihr wirklich das U oder das umgekehrte U überprüfen quasi. Dann könnt ihr das als Hypothese testen. Ja? Und der F-Test würde eben beide auf einmal testen, weil er die Richtung verliert. So, was haben wir noch? Einen linearen Trend für eine Abnahme bei 5-Faktor-Stufen. Das heißt, hier ist es jetzt wiederum so, da passiert was Interessantes. Es gibt also eine Faktorstufe, in dem Fall die dritte, welche Gruppe da auch immer dann sitzt auf dieser Faktorstufe, die wird eigentlich gar nicht berücksichtigt, kann man sagen. Die kriegt einfach als Regressionsgewicht, Kontrastgewicht, die 0. Und der Abfall könnte dann so aussehen, 2, minus 1, 0, minus 1, minus 2. Das wäre ein linearer Trend, eine lineare Abnahme über 5-Faktor-Stufen, im T-Test, im T-Kontrast getestet, im F-Kontrast getestet, wäre es dann gleichzeitig auch die Zunahme über die 5-Faktor-Stufen. Vielleicht noch ein Wort dazu, zu diesen Kontrasten.
Wir haben jetzt gesehen, man kann verschiedene Kontraste an so einem Satz Faktorstufen formulieren. Ja, wenn man 5 Faktorstufen hat, kann man verschiedene Kontraste formulieren. Und besonders wenn man, wie im Beispiel, was ich gleich noch mache, 4 Faktorstufen hat. Jetzt ist die Frage, und die ist wirklich wichtig, weil wir sagen ja, jeder Kontrast testet eine Hypothese eigentlich. Wie viele unabhängige Hypothesen kann ich denn dann so testen? Ich will ja auch nicht redundante Hypothesen oder so testen. Wie viele Hypothesen kann ich denn an so einem Satz mit 4 Faktorstufen abtesten? Und dazu ist es ganz hilfreich, sich klarzumachen, wann sind 2 Kontraste eigentlich unabhängig? Also wann sind die Lösungen unabhängig und damit wann sind die Hypothesen, die ich damit teste, unabhängig? Und da kann man einmal das Schöne von Psychologinnen, Sozialwissenschaftlern, Statistikprofessorinnen oft im Mund geführte Wort der Orthogonalität mal betrachten. Das kennt ihr vielleicht aus der Schulmathematik. Wann sind 2 Vektoren, kann ich auch sagen, orthogonal? Die sind orthogonal, wenn sie 90 Grad, also aufeinander stehen. Das ist die aus der Geometrie bekannte Definition von Orthogonalität. Statistisch verwenden wir das sehr oft, weil wir uns zum Beispiel solche Kontraste eigentlich als Vektoren vorstellen können. Wir schreiben sie, wenn ihr mal geguckt habt, ich habe das auch gerade immer so geschrieben, dieses Lambda, das war eigentlich ein Vektor. Wir nennen die orthogonal, 2 Kontraste, wenn ihr Produkt gleich 0 ist. Und zwar ihr sogenanntes Skalarprodukt. Das ist ein Tippfehler hier, es soll nicht Vektorprodukt heißen, es muss Skalarprodukt heißen. Auf der nächsten Folie stimmt es dann. Ist aber egal, sagen wir mal ihr Produkt. Ja? Mathematisch ist es ein sogenanntes Dot Product oder Englisch oder Deutsch Skalarprodukt. Vektorprodukt muss da weg. Skalarprodukt. Nur für die, die ein bisschen mehr Ahnung von Mathe haben, ist das wichtig. Nur für die. Also, schauen wir mal diese 2 Kontraste an. Der eine Kontrast lautet -1, -2, -1. Das war so ein quadratischer Kontrast. Der andere lautet -1, -0, 1. Also eine lineare Zunahme. Sind die beiden denn unabhängig? Wenn ich das überprüfen will, kann ich das einfach machen, indem ich ihr Dot Product ausrechne oder ihr Skalarprodukt. Würde man mathematisch so machen, dass man den einen kurz rotiert und dann hat man -1, -0, 1 und den anderen -1, -2, -1. Wenn man da das Skalarprodukt ausrechnet, ergibt sich sozusagen summiert, also die Elemente werden multipliziert und dann summiert, ergibt sich die 0. Es gibt aber auch Kontraste, die sind eben nicht linear unabhängig, zum Beispiel -2, -1, 1. Sieht erstmal interessant aus. Das fragt sozusagen -2, -1, 1. Das sind, offensichtlich gibt es 3 Faktorenstufen und er würde fragen, ist die eine Faktorstufe, unterscheidet die sich vom Mittelwert der anderen beiden, heißt es eigentlich. Das seht ihr dann in dem Eid-Kapitel auch noch ein bisschen ausführlicher, man kann da relativ raffinierte Formulierungen haben. Aber das würde das sozusagen testen. Ja? Ist diese Gruppe anders als diese beiden Gruppen? Ist das wirklich unabhängig von dem linearen Anstieg, also -1, -0, 1? Das Muster sieht ähnlich schon aus, also es hat irgendwie ein bisschen was gemeinsam, es unterscheidet sich eigentlich nur in der Art, wie die mittlere Gruppe modelliert wird. Und tatsächlich ergibt sich hier als Dot Product oder Skalarprodukt eben nicht die 0, das heißt, diese beiden sind schon mal nicht unabhängig. Die testen, man könnte sagen, teilweise überlappende Hypothesen. Und das kann man durchdeklinieren und kann dann zeigen, dass es... Ach, der Slide ist einfach doppelt drin. Ja gut, das kann man auch machen. Man kann jetzt bei einem 4-fach gestuften Faktor ganz schön sehen, dass es eigentlich nur 3 wirklich orthogonale Kontraste gibt. Wenn ich also 4 Faktorstufen habe, habe ich hier in diesem Fall, also wir reden immer noch über einen Faktor und seine 4 Stufen, habe ich 3 lineare Kontraste, die ich anschauen kann, nämlich entweder den Kontrast 1, -1, 1, -1, kurz gesagt. Das wäre hier unten als die erste Zeile formuliert. Das ist diese hier. Oder ich sage 1, -1, -1, -1. Das ist ein anderes, wirklich unabhängiges Muster, kann ich auch sagen, oder ein unabhängiger Kontrast. Und dann gibt es noch so eine Art Badewannenform, ja? so eine primitive Variante eines quadratischen Trends. Der ist auch linear unabhängig von diesen anderen beiden. Also in dem Fall 1, -1, -1, 1 zum Beispiel. Ja? Hier unten formuliert. Diese 3 zusammen
testen, und jetzt kommt's, das ist vielleicht ganz netter Schluss zu diesem Video, diese drei zusammen testen den genau gleichen Hypothesenraum ab, wie ich immer sage, wie das die ANOVA ursprünglich gemacht hat. Man kann zeigen, dass dieser Kontrast und dieser Kontrast summiert genau dementsprechend, was der F-Test der ANOVA eigentlich macht. Also wenn ihr euch das, könnt ihr euch auch vorstellen wie eine ganze Matrix aus Kontrastgewichten. 1 minus 1, 1 minus 1, 1, 1 minus 1 minus 1, 1 minus 1 minus 1, 1. Das zusammen, wenn ihr die drei F-Tests sozusagen, oder ja doch, wenn ihr die drei als F-Tests fahrt, habt ihr genau das gleiche gemacht wie, und da zeigt sich eben doch, dass es sehr sinnvoll sein kann, einfach eine Varianzanalyse zu machen, habt ihr genau das gleiche gemacht wie die ANOVA. Von der ANOVA nochmal kommt, wo wir aber herkamen, haben wir gesagt, die ANOVA testet unspezifisch, gibt es irgendeinen Unterschied? Und wenn ihr also spezifischere Hypothesen habt, zum Beispiel, ich glaube eigentlich, die beiden unterscheiden sich von diesen beiden Levels, dann seid ihr vielleicht mit, in dem Fall dann dem zweiten Kontrast, 1, 1, minus 1, minus 1, besser beraten. Ihr habt mehr Teststärke, wie wir später sagen würden. Ihr testet eine spezifischere Hypothese und werft eure ganze Unsicherheit quasi auf diese eine Hypothese statt alle Hypothesen gemeinsam. Nichtsdestotrotz, die ANOVA, wie wir heute gesehen haben, testet also, wenn man so will, mehrere Subhypothesen auf einmal. Dies kann auch ein Vorteil sein, weil ich muss dann nicht multiple Vergleiche machen. So, das soll es für heute gewesen sein. Mit diesem Slide möchte ich nochmal aufhören. Auf dem ist das alles, diese Überlegungen, die wir heute angestellt haben, drauf. Ich bedanke mich für euer Mitdenken. Empfehle sehr, bei den linearen und quadratischen Kontrasten, wie gesagt, nochmal Pause zu machen und sich solche Kontraste selber mal aufzuschreiben, zu überlegen, wie die Kontrastgewichte lauten, damit bestimmte Muster abgebildet sind. Das kann man sich auch sehr schön aufmalen, ähnlich wie das jetzt am Schluss mit diesen Balkendiagrammen gerade war. Genau, und dann bekommt ihr dafür ein ganz schönes Gespür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.